Lange mussten wir in Hamburg auf ihn warten. Am 14. Januar 2015 war es dann endlich soweit. Nachdem es den ganzen Tag lang immer wieder Niederschläge in Form von Regen gab, konnten wir um ca. 17 Uhr die ersten Schneeflocken in diesem Jahr bewundern. Mit Hilfe eines LED-Scheinwerfers wurde hier versucht, die Intensität des Schneefalls zu verdeutlichen. Leider dauerte das ganze Szenario nur etwa eine Stunde an. Durch die relativ hohen Temperaturen von 5 bis 6 Grad war der Boden noch zu warm, sodass der Schnee nicht liegen bleiben konnte. Dennoch war es aber schön anzusehen.